Hallo zusammen, zurück bei Deliver Us the Moon. Da haben wir den Mond. Da haben wir diesen Fahrstuhl. Da ist die Rakete, da oben die Erde. Jetzt müssen wir nur noch andocken, denke ich mal. Ja. Okay, wir müssen andocken. Space und Control, okay. Hä? War falsch, okay. Nochmal. Kommen wir denn überhaupt auch näher? Nein! Hoch da! Manu! Okay, so langsam kriege ich es hin. Hallo, komm runter zur Seite, ein Stück hoch. Das sieht doch jetzt gut aus. Bisschen schnell vielleicht. Okay, angedockt. Na dann. Okay. Jetzt sind wir in der Raumstation. So, hier eine Luftschleuse. Okay, jetzt haben wir. Oh. Jetzt fehlt jetzt der Sauerstoff. Jetzt haben wir hier so ein Dingens. Wo ist die Zeit für den Sauerstoff? Da. Okay, was ist denn hier drüben? Gibt es hier irgendwie sowas wie Sauerstoffkapseln oder so? Sieht nicht so aus. Okay, nee, da nicht rein. Hier rein. Okay, daran, ups. Was haben wir hier? Sauerstoff. Gib her.
ist noch mehr Sauerstoff. Juhu! Gib hier den Sauerstoff. Okay, soll man nicht so gierig sein, scheint es trotzdem immer nur 3 Minuten zu geben. Da muss noch so ein Dingens rein. Da ist eins. Also wir müssen auf beiden Seiten und wir haben wahrscheinlich nur dieses eine hier, was wir hier finden. Oh, ich mach mal da den Schrank auf. Wenn es dann geht. Nee, doch nicht. Schade. Der war so hervorgehoben. Dann zurück. Ich mach jetzt mal, wenn ich jetzt das Ding von der anderen Seite rausziehe, geht ja die Tür dazu. Ich mach den mal hier rein. Hops. In der Hoffnung, dass die Tür jetzt aufbleibt, wenn ich den anderen rausnehme. Hops. Okay. Und. Ja, Tür ist noch auf. Super. Und dann packen wir den einen hier hin. So. Ist natürlich noch nicht komplett. Wir brauchen ja 2. Und dann nehmen wir den. Und packen den dahin. Komm. Und Neustart. Super, das haben wir geschafft. Überprüfe die Stromversorgung der Station im Kontrollzentrum des Libratrakts. Jetzt ist die Frage, wo der ist. Das ist das Lager. Okay. Hier unten. Zentralhub. Und hier hinten war ja die Tür. Die war ja zu, so halb. Okay, na dann hier unten durch, denke ich mal. Control, wir sind bereit zum Abstieg. Das MPT-Netzwerk ist weiter offline. Wenn ihr nach Copernicus runterkommt, wird es dunkel. Danke für die Warnung, Pearson. Denkt dran, Sarah. Unser Sauerstoff in der Station ist begrenzt. Ihr habt 40 Minuten nach Ankunft, um den Grund des Blackouts zu finden und das MPT-Netzwerk wieder zu aktivieren. Wenn ihr bis dahin nicht zurück seid, müssen wir ohne euch weg. Verstanden, Control. Bereit, Rolf? Ja, und keine Sorge, Control. Wahrscheinlich nur ein technischer Schluckauf. Wir sind gleich zurück. Schauen wir mal, wie es denen da unten so geht. Alex, beginne Abstiegsprotokoll. Alle Systeme aktiv. Abstieg in 3, 2, 1. Abstieg läuft. Wie so, der Weltraumfahrstuhl stand ja eben da, wurde benutzt von diesen beiden. Aber nur begrenzt Zeit überhaupt da, das zu machen, was sie mussten. Okay, Libra. Phyxis. Orion, von da sind wir ja gerade gekommen. Hier geht es jetzt nicht weiter. So, also in den Zentralhub. Au. Wahrscheinlich müssen wir über diesen anderen Bereich irgendwie ein bisschen gerade stellen. Ach, da ist das Libra, seht ihr?
Dann mal hin da. Schlafquartiere, Crewquartiere. Wolf Robertson. Crewschlafmaschine. Nachdem der Kryoschlafgenerator in der Eugenes Forschungsanlage im Jahr 2048 eine Fehlfunktion hatte, führte Marias Suche nach Antworten dazu, dass sie untersuchte, was von der Maschine übrig geblieben war. Da sie die genaue Ursache der Fehlfunktion nicht ermitteln konnte, sandte sie dieses Fragment zur Überprüfung an den Mechaniker Ralph Robertson der Pearson-Raumstation. Da haben wir noch eine Mail. Sehr geehrter Herr Robertson, ich bin einer der wenigen Überlebenden der Hugens Kryoschlaffunktion. Ich bin kürzlich auf ein Fragment gestoßen, das aus dem Kryogenerator geborgen wurde, und ich habe gehofft, dass Sie es inspizieren könnten. Gibt es außerdem eine Möglichkeit, wie ich mein ASE dazu bringen kann, holographische Daten von diesem Tag zu projizieren? Ich möchte herausfinden, was wirklich in Hugens passiert ist. Sehr geehrte Frau Gonzalez, ich habe das Generatorfragment untersucht, das Sie geschickt haben, aber ich konnte nichts Eindeutiges finden, was die holographischen Daten angeht. Die sind leider ortsbezogen. Hologramme können nur dort projiziert werden, wo sie entstanden sind. Sollte der Lunarrat jemals wieder den Zugang nach Hugens freigeben, dann denke ich, wäre es das Beste, wenn Sie Ihr ASE mitbringen und die holographischen Daten vor Ort überprüfen. Gut, das würde ja bedeuten, sie müsste da nochmal hin. Na schön, Kumpel. Fast fertig. Keine Sorge, lackiert wirst du später auch noch. Bist du bereit? Der Aufzug ist fast wieder einsatzbereit. Ja, ich flicke bloß noch Alex zusammen. Willst du das Ding etwa mitnehmen? Na klar. Wir brauchen alle Hilfe, die wir kriegen können. Ohne ihn hättest du es nicht mal zur Luftschleuse geschafft. Der MPT-Blackout kann kein gewöhnlicher Aussetzer sein, Rolf. Da unten ist alles finster. Beim letzten Ausfall... Hast du die Nachricht von der Erde gehört? Nein. Was haben sie gesagt? Ohne das MPT können sie nicht mal mehr Schiffe hochschicken. Verrückt, was? Wir sind die Einzigen, die den Blackout untersuchen können. Rolf, Sarah, wir brauchen euch sofort unten auf der Oberfläche. Wir haben nicht viel Zeit. Okay, auf geht's. Reminder 2539. Bestimmt hier fürs Kontrollzentrum. Ja. Tada! Gut, jetzt sind wir im Kontrollzentrum. Ja, dann machen wir mal eine Diagnose. Geht davon aus, dass alles kaputt ist. Genau. Doof. Geht auch nicht. Ist auch offline. Zusätzliche Energie notwendig. Und im Prinzip alles wiederherstellen. Ratsmitglied McArthur, in den letzten paar Monaten hatten mein Team und ich Probleme bei der Lieferung von Baumaterialien. Wir sollten inzwischen mit dem Orion-Trakt fertig sein, aber wieder einmal haben wir den Meilenstein verfehlt, weil Sendungen wiederholt storniert wurden. Wann dürfen wir damit rechnen, dass der Lunarrat neue Transporte genehmigt? Von Sarah Baker. Ingenieurin Baker, der Lunarrat, hat beschlossen, die Ressourcenprioritäten wegen des neuen Baus auf dem Mond zu verschieben. Im Moment empfehle ich Ihnen, sich mit dem zu begnügen, was Sie haben. Das machen wir alle hier. Ratsmitglied McArthur, neuer Bau, wird die Hugens-Anlage endlich repariert?
Es wird Zeit, dass der Ort wieder öffnet. Dort ist seit der Kryoschlaf-Fehlfunktion so viel Wissen vergraben. Ingenieurin Baker, es reicht zu sagen, dass das Bauprojekt zwar klassifiziert ist, aber nicht Eugens betrifft. Der Zugang zur Eugens Forschungsanlage bleibt bis auf Weiteres beschränkt. Okay, das kann man nicht anäffen. Für die Menschheit, für die Zukunft. Wartung kann ihr Leben retten. Gut, das betrifft ja alles Mögliche, ne? Ups, halt. Orion Wing Research und Development. Hier ist überall nichts Wichtiges mehr, scheinbar. Ein paar Kapseln. Oder sowas. Auf der anderen Seite sind die Anzüge drin. Also, ja doch, zwei. Dann gehen wir mal weiter. Space Station Robot Arm. Plasma Schneider vorbereitet. Oh, ich darf schneiden. Und blip. Ich habe einen Laser. Naja, zumindest hatte ich einen. Dann wird es jetzt funktionieren. Genau, leuchtet jetzt. Und es hat natürlich wieder kein Sauerstoff. Das ist der Laser. Ich habe jetzt einen Laserarm. Na dann, give me mal den Sauerstoff hier. So, und dann machen wir hier einen auf. Und da unten noch. Ich würde mal sagen, dass das eigentlich reichen sollte. Kommt. Reicht nicht, weil die blöden Platten im Weg sind. Kommt, mir geht der Sauerstoff aus. Ich habe für solche Spielereien keinen Sauerstoff. Dankeschön, Dankeschön für den Sauerstoff. Jetzt müssen wir hier irgendwie. Naja, da können wir durch. Nicht so dicht dran. Dürfte wahrscheinlich reichen, wenn ich hier so ein bisschen hier aufmache. So dick ist unser Astronaut nicht. So knapp. Bodenkontrolle an Fortuna One. Wir erkennen keine Veränderungen beim MPT. Ist da oben alles unter Verstanden. Glaubst du, wir sind bald fertig? Wenn der Rat jede Woche mehr Material zurückhält, glaub nicht. Überraschend genug, dass MacArthur das hier genehmigt hat. Tja. Hey, hör mal.
Ich empfange seltsame Signale von der Mondoberfläche. Siehst du was? Bin gleich fertig. Was zur Hölle? Die Lichter? Sie gehen aus. Alles in Ordnung, Rolf? Was ist passiert? Ich kann nichts sehen. Alles ist finster hier. Wir haben die Energie vom MPT verloren. Die komplette Station. Findest du zur Luftschleuse? Negativ. Ich habe keine Sicht. Okay. Ich schicke Alex, die Luftschleuse zu blockieren. Siehst du ihn? Ich sehe das Licht. Bin auf dem Weg zur Schleuse. Rolf, nicht jetzt. Wie lange brauchst du noch? 10 Sekunden. Mach schneller. Ist die Schleuse verriegelt? Bist du ausgesperrt? Alex blockiert die Tür für dich, aber er schafft das nicht mehr lange. Strom. Auch verschieden? Ja. Okay. Ach, ich habe jetzt gar kein Problem mehr mit Sauerstoff, sehe ich gerade. Wir waren ja in der Luftschleuse, stimmt ja. Brauche ich ja gar keine Angst mehr haben, dass ich hier ersticke. Ha! Schon gewundert, warum die Anzeige weg war. So, jetzt können wir da auch durch, ne? Das hat ja da vorhin gerade gebrutzelt. Wassertropfen, schaut mal. Blup. Machen wir einen auf Homer Simpson. Lager. Macht das auf? Geht das auf? Nö. Unser neues Ziel, okay. Mit Strom versorgen. Da fehlen 4. Okay, eins haben wir schon mal hier. Nummer 1. So, okay. Dann gehe ich mal hier aus. Das wird das nächste. Okay, jetzt müssen wir hier weglasern. Legen wir jetzt einfach mal auf und alle weg. So. Okay. Huch. Na, aber komm. Meh. So, jetzt. Energieversorgung der Lebenserhaltungssysteme bei 40%. Und das lässt du da rein. Komm, 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 komm. Schwupp. Ja, super. Jetzt ist es ohne Strom. Mö. Ich werde sowas von einem gewischt kriegen. Ich sag's ja. Brutzel. Energieversorgung der Lebenserhaltungssysteme bei 20%. Ach, na Gott sei Dank ist der Rückweg dann wenigstens. Na ja, klar, wir haben ja die Energiequelle weggenommen. Und der Nummer 1. Oh, schöner mit Strom. Okay. Ah. Los, den Strom raus. Energieversorgung der Lebenserhaltungssysteme kritisch. Komm, 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 komm.
Energieversorgung vollständig von Lebenserhaltung auf Rotationsantrieb umgeleitet. Triebwerk kann im Kontrollzentrum aktiviert werden. Lebenserhaltungssysteme versagen. Na toll. Und nun? Lebenserhaltungssysteme fahren herunter. Sauerstoffreserven. Nein, sind sie nicht. Mm-mm. Form ab zum Kontrollzentrum. Rotationsantrieb aktivieren kann. Er ist aktiviert. Der Weltraumfahrstuhl ist online. Ja, super. Ach, herrje. Super. Ich hab fast versäumt. Jetzt, komm her. Sauerstoff nehmen. Au. So, und jetzt komm, wir schaffen das. Da hinten müssen wir hin. Ist aber ganz vielen. Nein! Mann! Aber hier ist noch eine Kiste. Da müssen wir hin. Schaffen wir das? Ach. Nee. Mann, oh. Und rein da, komm nicht zurück. Vorwärts. Komm.
zurückgekommen. Geschafft. Oh, wir sind im Weltraumfahrstuhl. Der uns jetzt zum Mond runterbringt. Und ich würde sagen, wie es auf dem Mond weitergeht, das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Für heute war es das. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüssi.